Moin zusammen und herzlich willkommen zu Witch's Legacy. Wir sind bereits in Teil 5 und begleiten die Lebensgeschichte von Lynn und ihrem Ehemann, das scheint ja offensichtlich da zu sein, weiter. Und ja, gucken wir uns mal an, was passiert. So, es ist ein Wimmelbildspiel, das heißt, es ist wieder Sonntag. Ja, und wir spielen natürlich auf entspannt, weil Wimmelbildspiele, naja, die sollen entspannt, finde ich, meine Meinung. So, also los geht's. Du kannst den Schwierigkeitsgrad während des Spiels im Menü ändern. Das freut mich sehr und los. I can't believe it's your first anniversary already. I'm so glad you found happiness together. I would have thought that a witch and a witch hunter could have beat the odds. I think she put a spell on me. Oh look, a puppet theater. Let's check it out. You two kids go on ahead. I'll join you once I feed this little one. So, möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Komplette Anwerten? Nein, nur Besonderheiten, das reicht. Mehr ist gar nicht nötig. So, und Wilbur ist auch wieder am Start. Ich weiß, der wird hier im Spiel Lucky genannt, aber wir hatten ihn irgendwann, ich glaube es war im zweiten Teil, hatten wir ihn mal Wilbur genannt. Und ich halte den Namen fest. So, halte Ausschau nach Chamäleon-Objekten. Chamäleon? Oh nein! Wo ist denn... Ist das hier ein... Was? Ist das hier? Oh nein, ich will keine Chamäleon-Objekte. Miss an dich. Aber hier ist doch gar kein Chamäleon-Objekt. Hä? Bin ich blöd? Der Pfeil zeigt ziemlich deutlich auf diesen Stein, nicht wahr? Ich sehe kein Chamäleon-Objekt. Der Stein verändert sich nicht. Okay, komme ich hier irgendwie raus, außer keine Anleitung? So, verändert sich das Ding jetzt? Ich sehe es nicht, dass sich das ändert. So, okay, erstmal. Hallo, was hast du denn hier? Oh, was ist denn los mit dir? Hey, Kleiner. Den nehmen wir mit. Und die Knoten können wir öffnen. Ja. So, läuft. Gut, Wilbur, könntest du bitte mal... Also, Chamäleon-Objekte, ihr könnt das machen, ist kein Ding. Ja, bringt uns im Spiel allerdings nicht weiter. Also, es ist ganz witzig. Naja. So, hier braucht es aber ein richtiges Werkzeug, um Holy Lucas zu spielen. So, wir gucken uns erstmal weiter um. Na, was haben wir denn da? Gefunden, ein Lappen. Mensch, was man nicht alles braucht. Das war mein. Sorry. Was ist das denn? So, vielleicht kann ich das Ding da rausholen, aber dazu benötige ich eine Münze. Okay. Was man hier alles kaputt machen kann, ist ein Ding. Ich weiß, das sind alles Kleinigkeiten, aber, also Chamäleon-Objekte ist eine Sache, aber diesen Unsinn, das ist, ich mag sowas. So, hier, da braucht es noch so ein X, ja, so ein Holzkreuz, um die Puppe zu bewegen. Hier, da sind ja die beiden. Ein Stück Metall. Ich muss es da rausholen. Oh, etwas vor so. Hoffentlich hat er nicht wieder Unsinn angestellt, der Guteste. Das Ding klemmt. Da steckt was fest. Okay. Gut, kriege ich das mit dem Lappen? Wo war denn das? Das macht mich jetzt irre, die Sache mit dem Chamäleon-Objekt. Das macht mich jetzt irre. Wir haben so viele Sachen angeklickt, die jetzt kaputt gegangen sind. Oh, guck mal da oben. Ja. Na schön. Okay. Vorschlag. Ich gehe erstmal weiter. Ja, hier geht's nur wieder dahin zurück. Okay, alles klar. Wir gehen dahin weiter. Not Edward! No! You better come along, or I'll destroy your precious Edward. And you'll never see him again. So viel zum Puppentheater. Das Puppentheater ist echt. Sieh an, Lynns Anhänger. Genau, da kommt auch das Bild von, genau, von Edward hinein. Hey, da sind die beiden. Lynns Anhänger, yay. Okay, alles klar. So, hier. Was soll das? Oh, meine Güte. So, hier fehlen ein paar mehr Puppen. Natürlich.
Okay, was ist das für eine Type? Hm. Das ist nicht sehr nett. Schön, hier fehlt ein Schild. Hier fehlt ein Schild. Okay, alles klar. So, die Handtasche, da kommen wir auch heran. Jawohl. Ah, warte. So. Yay. Open this. So, finde die Unterschiede zwischen den Bildern. Markiere die Unterschiede im rechten Bild. Natürlich, sehr gern. Okay, das da, das da. Doggy ist da auch. Wie viel haben wir noch? Vier, zwei von vier, okay. So, die halten Händchen, das ist okay. Scheint auch in Ordnung zu sein. Derselbe Kragen. Uschi hat zwei Ketten um. Jawohl. Er hier trifft Bart. Okay, da oben wachsen Blätter hinein. In Ordnung. Hier ist ein Berg. Das ist auch okay. Wauzi, die Schuhe. Hm, einer fehlt noch, ne? Einer fehlt noch. Hier, warte mal, sie trägt auch eine Kette. I was once part of a big, loving family. Hm. That is, until a wicked witch named Elizabeth found out about my magical abilities. She tried to make me her apprentice, killing my whole family and turning my dog into an imp. But when she came to my cousin Carrie, she met her match. Carrie defeated Elizabeth, saving my life. Carrie? Wer ist denn Cousin? Ach, Carrie, das bin, sind wir. Ups. Entschuldigung. Ja. Es ging immer nur um Lynn und in der letzten Folge halt eben auch um Edward. Und da habe ich jetzt vergessen, dass wir ja Lynn sind. So, die Granny. Da. Das da. Das Kleid. So, wo noch? Nee, das nicht. Hier oben. Feuer. Nee, ist okay. Hier die Augen. But the evil never relented. Just a few years later, the Queen Witch, Morgana, tried to lure me to the dark side. But I found the strength to resist her. Ever since then, I've been using my power only for good. Mhm. Da waren wir dabei und das hat sie auch sehr nice gemacht. Oh, okay. Nun, sie hat geheiratet. Was? Okay. Hä? Habe ich da eben? Egal. So, weiter geht's. Das da. Er sitzt verkehrt rum. Zwei Schleifen. Das hier. Edward und Lynn. So, Edward, hast du irgendwas an dir? Nein. Nein. Oh, hier, hier, hier. Die Blumen scheinen hier auch in Ordnung. Da, nee. Hm. So, was noch? Die Hand hält sie auch richtig. Hier unten ist auch nichts. Haare, nee. Ach hier, die Haare. Hm. When I met Edward, he was a member of the Witch Hunters Order and an enemy. But I proved to him that magic could be used for good, and he spared me. Aww. We fell in love and are very happy together. Ja. Aww. So, geht's weiter. Wir bekommen ein Messer und wir bekommen eine Münze. Eine Münze. Warte mal, damit komme ich doch hier vorne ran. Wo war's da, ne? Hier. Münze. Yay. Vielleicht kann ich das Ding noch rausholen. Einfach den Knopf drücken. Ja, offensichtlich. Okay. Eine Magierfigur. Sehr gut. So, das Messer. Können wir damit da oben drin rumprokeln? Auch. Na, funktioniert auch. Gut, das nehmen wir mit. Oh. This was the same guy who kidnapped Lynn and Edward. He's been following them around the fair. Mhm. Wer ist das? Was ist das für eine Type? Super, du hast eine Anstecknadel gefunden. Sonst noch was? Oh. Ach, guck mal. Das ist ein Bild von uns. Och, Mensch. Das ist ja witzig. So, und damit können wir irgendwas machen. Wir können sie verbiegen. Ein Dietrich. Na, sowas. Okay, hier brauchen wir das Kreuz. Hier brauchen wir den ordentlichen Schlag. Hm.
erstmal diese eine Puppe zurück. So, eine haben wir schon mal. Was haben wir denn sonst noch? Kerze? Wieso verändert sich das immer so? Oh, da ist noch etwas. Guck mal. Kitty. Hallo Kitty. So, lassen Sie sich das Spektakel nicht entgehen. Nur eine Show. Der Magier Matthias führt seine Puppen vor. Alles klar. Einfach nur eine Type, die wir aufhalten müssen. Ich kann nirgends einen Schlüssel finden. Vielleicht geht's auch ohne. Dafür der Dietrich. Und ein Gummihammer. So, aber irgendwas ist noch in dem Brillenetui drin. Eine Brille. Oh, für ein Vergrößerungsglas. Eine gute Taucherbrille für den Kobold, aber er muss eine Art Schnorchel haben. Ah, Schnorchel haben wir noch nicht am Start. Okay. Wieso braucht der Kobold eine Taucherbrille? Ist ja wohl ein Ding. Okay. Gut. So, hau den Lukas. Komm. This is your day. Oh nein. Oh meine Güte. Dankeschön. Das hast du ganz fein gemacht. Und wir können ihm immer noch nicht über den Kopf streicheln, ne? Okay, so. Was geht jetzt an dir? Sorcerer is acting on someone else's orders. That woman reminds me of someone. Ja, möchte jemand raten, wer das ist? So, Megara. Morgara. So, und deshalb sind wir hier. Wimmelbilder, jawohl, falls ihr noch nie Wimmelbilder gespielt habt, man bekommt so ein Bild über mit irgendwelchen Objekten vollgestopft und muss das finden, was hier unten auf der Liste ist. Aber diese Liste ist offensichtlich noch versteckt. Deshalb, mal gucken, gibt es hier noch mehr von diesen, nee, dafür brauchen wir erst die richtigen Schlüssel. Gut, liegt hier dann schon ein Schlüssel herum? Sieht nicht so aus, ne? Sind da ein paar Federn? Ach, hier. Na gut, machen wir erstmal hier unten weiter. Also, das hier ist offensichtlich etwas komplexer gehalten. Sonst hat man eine Liste hier unten mit Dingen, mit Gegenständen, die gefunden werden sollen. Ja, aber hier müssen wir die noch nach und nach freischalten. So, also drei Fächer, drei Karten und drei Federn. Gut, von den Federn hatte ich schon zwei gesehen. Drei Karten, eine Karte. Das ist ein Fächer. Noch ein Fächer. Eine Feder. Ja, hier ist noch eine Karte. Noch eine Karte und ein Fächer. Da ist ein Fächer. So, und wo ist die letzte? Die letzte Karte. Was ist hiermit? Ziemlich verfilzt das Ding. Da ist ein Kamm. Okay. Juhu. Was hat das zu bedeuten? Ach, man soll einen Zopf finden. Genau. Hier. Die meisten Dinge sind hier dunkel, also schwarz. Grau in diesem Fall eingezeichnet, aber manche Dinge sind halt eben farbig markiert. Da gilt es vorher auch noch eine Aktion zu erledigen. Wie jetzt hier den Zopf flechten. Siehst du, jetzt ist das grau geworden. Tada! So, ein Stern. Ah, okay, verstehe. Gut, das ist cool. Da ist die Karte. So, bekommen wir irgendwas dafür? Wir bekommen einen Schlüssel nämlich. Der goldene Schlüssel da oben. Ach, und da gibt es das nächste Gesicht. Na, sowas. Okay, Pfeife, Fledermaus, Spiegel, Akkordeon. Akkordeon. Pfeife, Fledermaus, ein Spiegel. Spiegel? Spieglein, Spieglein an der Wand. Nee, das war. So, und hier bekommen wir jetzt wahrscheinlich den Schlüssel. Für das letzte Gesicht, ne? Jawohl. So, Gesicht. Yay, Schal und Kaffeemühle. Kaffeemühle haben wir hier. Und ein Schälchen. Warte mal, hier. Was ist da? Er hat kein Instrument. Oh. Die haben alle keine Instrumente. Da ist eins. Wer spielt es? Er ist hier. Jawohl. So, und da ist eine Flöte. Hier.
Oh, Musikanten. Juhu. Ein Stern. Cool. Okay. So, Schal und Tröte. Was hat es damit auf sich? Du kommst dahin. Die Tröte. Nee. Irgendwas wird hier wohl noch kommen. Schal und Tröte. Aber das, die ist doch jetzt hier. Hä? Ach, das ist die Tröte. Ach, okay. Gut, so. Der wird da eingesetzt. Ein halber Mond. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir noch den Schal. Da ist er. Und die andere Hälfte vom Mond. So, was befindet sich in der Kiste? Ein Schildemblem. Haha. Damit kommen wir weiter. Jawohl, danke sehr. So, haben wir jetzt hier alles erwischt? Hier haben wir alles erwischt. Jawohl. Okay, gut. Ja, das hier, hier zeigt ja vorhin dieser Hinweis drauf. Nee, ist immer noch nicht, ne? So, hier ist auch fertig. Das heißt, wir sind auch ready to go. So, Leute, guck mal. Und let me pass. Bye, Jungs. Ciao. Spiegel hätten oder so, ne? Okay, da kommen wir nicht dran. Ich brauche etwas, das reflektiert. Schnell. Okay, na, wir lassen uns mal nicht schätzen. Oh. Oh. Da kommst du da ran? Okay. Nee, wohl nicht. Ach du Ärmer. Ja, nee, ist okay. Ja. Dafür braucht man also die Taucherbrille, ne? Ja, okay. Gut, ja. Ich komme gleich wieder, okay? Mach nichts kaputt. So, was haben wir da? Zwei putzige Jungs-Hexenruhen. Da scheint eine Schriftrolle hinzugehören. Aber ansonsten ist hier nichts, ne? Okay, gut. So, da drüben, da geht es auch noch um den... Ah, da haben wir ja gesagt, Schriftrolle. Nee, wir haben eine Karte bekommen. Das ist ja noch viel besser. Super, Schilf, da müsste ich ein Stück abschneiden. Karten sind immer super. Karten sind perfekt, weil, ne, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann kannst du die Karte benutzen. So, hier fehlt ein Emblem. Sag bloß, aber erstmal erstellen wir jetzt eine Tauchausrüstung. Juhu, winzige Tauchausrüstung. Oh. So, komm hier, Tauchausrüstung. Ja. Das macht so gar nichts. Das hast du super gemacht. Dankeschön. Ich möchte ihn mal über den Kopf streichen. Oder irgendwas. Hier könnte man sich was erholen, wenn man das wollte. Okay, aber erst einmal. Große Show. Lebt der Vogel wieder. Sehr gut. Okay, was für uns allerdings ein wenig von Nachteil ist, finde alle Teile. Sie erscheinen nur in der Nahansicht. Okay. Okay, so. Da tauchen die auch gleich mit auf. Finde ich sehr gut. Okay. Wir haben sie, ne? Ja, cool. So, da könnten wir hingehen. Können wir da hingehen? Sollten wir da hingehen? Wir sollten da hingehen. Lynn, ist alles okay? Hey, Schnuckelsche. Mom, help! I can't get free. These shackles are blocking my powers. Autsch. Okay, ja, wir sehen zu, dass wir das hinkriegen. So,
So, das nehme ich mit. Halt durch, ich komme gleich. Ich brauche den Ring, ich muss die Krähe verscheuchen. Lappen? Nö. Messer? Auch nicht. Okay. Hi. Was ist denn da? Was hast du da für mich? Da der Hexen. Oh. Okay. Wir sehen uns erstmal weiter um. Ne? Die guteste kriegt das schon hin. Da geht's zur Werkstatt. Und hier haben wir. Oh, kommst du da ran? Ah, wahrscheinlich nicht, ne? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah. Ja, ach Mann. Ja, nee, okay. Ich besorg dir schon was, keine Sorge. So, ich muss das Zeug entfernen. Aber klar, nicht mit dem Messer, wie es scheint. Na gut. Was haben wir hier? Okay, die Hände fehlen. Das sieht doch nach einem Paar aus. Nach einem, naja, Hochzeit. Es hat natürlich wieder viel mehr Geschichte als das, was wir bis jetzt gesehen haben. So, da fehlt ein Hut. Hier, halt, da fehlt auch noch was. Okay, kommst du daran? Den Besen? Ja, sehr gut. Fein hast du das gemacht. Dankeschön. So, hier ist eine Eisenbahn. Oh, aber da fehlt noch die Lok. Okay, na gut. Wenn wir keine Lok haben, was anderes gibt es hier auch nicht einzusammeln, ne? Nein. Gut, weiter geht's. Hier. Oh, oh. Hier fehlt eine Figur. Alles kaputt, ey. Ich sag's euch, alles kaputt. Die Puppe braucht etwas Neues zum Anziehen. Wie war's mit dem Lappen? Okay, aber hier braucht es jetzt auch noch Farbe. Pinsel und Farbe wäre nützlich. Können wir irgendwas mitnehmen? Sieht nicht alt. Sieht nicht so aus. Okay, gut. Aber wir wissen ja, wo wir schon mal hingehen können. Halt, Moment hier. Ist noch. Ach so, das war das mit dem Brennen, ne? Ja. Na, zurück. Hier oben können wir schon mal was machen. Nämlich, da fehlte doch der Turm, nicht wahr? Yay! Oh. Bringe die Figuren an die richtigen Stellen unter. Sie können nur auf eine benachbarte freie Stelle geschoben werden und leuchten auf, wenn sie richtig platziert sind. Okay. So, warte mal, du kommst dahin. Okay, du kommst dahin. Die Frage ist nur, wer kommt da unten hin? Warte mal, lass mich das mal eben rausfinden. Wer kommt dahin? Da kommt sie hin. Okay. Dann würde ich das tatsächlich. Wie mache ich das? Okay, dann kommst du erstmal hier hin, du kommst dahin, du kommst dorthin. Wir drehen euch einmal alle ganz rum. So. So. Du dahin. Okay, du kommst jetzt hier hin. Lalalala. Kann ich die gleich richtig verschieben? Nee, immer nur einen Platz weiter. Naja. Oh, halt. So. So, und dann haben wir es auch schon. Da und du dahin. So. The chosen one? That looks like Lynn. Oh. Was haben wir denn hier? Terpentin. Und die Schriftrolle nehme ich auch mit. Die gehört doch. Das ist nicht diese hier, ne? Nee. Das ist die hier an der Haustür. Aber da fehlt noch eine Hand, seine Hand. Okay, vielleicht doch kein Hochzeitspaar. Terpentin. Yay. Okay, Zettel mit Hexenruhen und irgendein Kelch. Na gut, also erstmal die Runen, die kommen hier dran. So. Ein cooles Einmalschloss. Okay, den Haken nehmen wir mit einem kaputten Haken. Wie schade. So, hier kommt ein Brot rein. Oh ne, ein fehlender Griff. Okay, ist hier irgendwo denn die Holzschuhe brauchen wir? Natürlich. Warte mal, der ist hier irgendwo in der Nähe? Meinst du? Aber nicht hier direkt in der Nähe, nicht wahr?
Warte, was? Nee, es geht immer nur dahin zurück. Hm. Okay, na gut. So, Holzschuhe und ein Griff. Ah, da oben ist jetzt nichts mehr. Hier könnten wir Wasser holen, ne? Nicht mit den Schuhen. Und da ist nichts. Gut, gehen wir mal hier ran. Braucht ihr denn Schuhe? Nee, ihr braucht keine Schuhe. Da braucht es auch keine Schuhe. Brauchst du Schuhe? Ich könnte die Schuhe nach der Krähe werfen. Nein? Okay, das funktioniert alles nicht. Messer? Auch nicht. Okay, so. Vernachlässigung kann Bosheit zum Beispiel. Der hat schon lange kein Wasser mehr gehabt. Oh, okay. Du meinst, das ist es? Ernsthaft? Ach so, hier Holzschuhe. Ja. So, probieren wir mal ein Glück. Ja, das ist viel besser, nicht wahr? Yay! Oh, Dankeschön! Ein Griff gefunden. Gut, der Griff, der kommt so hier so ran. Yay, ein Zettel. Ich bin schon fast am Ziel. Bald ist der Hochzeitstag von Lynn und Edward. Und dann, genau dann, werde ich sie in meine Falle locken. Herren, ihr werdet sehr zufrieden mit mir sein. Mhm. Ja. Oh, okay. Feuer. Feuerstein und Stahl. Das ist immer nützlich. Okay. Achso, das würde gut brennen. Das war doch hier hinten bei dem Gartenhäuschen. So, genau. Mensch, und wie schnell das geht. Ja, und hier wird nochmal gewimmelt. Ausgezeichnet. Gut, also, noch eine Variante von einem Wimmelbild. Die Schatten finden. So, ein Häuschen, eine Leiter. Da ist die Leiter, da ist das Häuschen. Ein Rechen, eine Palme. Rechen, eine Palme. Ein Topf, den sie einen Nenntopf. Ein Schlüssel, ein Gürtel und was ist das da? Weiß ich nicht, irgendwas, was hängt. Hier. Und da ist der Schlüssel. Ein Gürtel. So, noch was Hängendes. Ah, und ein Vogel. Und ein Haken. Haken, Vogel. Ah, ein Frosch. Frosch. Was ist das denn hier? Da ist der Gürtel. Ach hier, die Lampe. Schenkt allem, das wachsen kann, Leben. Wasser. Ah, Gießkanne. Okay. Juhu, leere Gießkanne. Na, da mal nix wie zurück. Hier Wasser geholt. Yay. Okay. Wir können noch mehr Wasser holen. Irgendwas ist hier noch. Ach, die Lampe nehmen wir auch mit. Mensch. Na sowas. Okay. So, aber warte mal. Erstmal. Oh, warte. Hier. Irgendwas kann ich damit machen. Sie öffnen. Ich muss die Lampe mit Petroleum füllen, sonst bringt sie mir nichts. Ja, aber das muss ich da unten machen und nicht da oben. Aber gut. Okay, so. Vernachlässigung. No. Edward's kidnapper turned him into a puppet. And he's locked in that house. Here, take this. It might help us save Edward. Hm. Möchtest du das nicht lieber benutzen? Nur so eine Frage. So, was ist denn das? Das ist ein Zauberhut-Emblem. Ach, okay. This might help Edward. Nee, halt, warte mal. Das Hut-Emblem war hier drin. Da. Guck. Ugh. Okay. Na toll. Ein Zug. Finde alle Teile, sie erscheinen nur in der nahen Sicht. Okay. Da. Da. Hier oben? Nee. Nein, nein. 2 von 6. Da. Hier?
gar nicht so einfach. Okay, noch den Schornstein und den, was auch immer das hier ist. Da ist der Schornstein. So, dann nehme ich an, ist der letzte auf dieser Seite. 3-3. Statistische Verteilung. Schicke den Kobold mit dem Lok zum Tunnel oben links. Rangiere die Züge so, dass der Weg frei wird. Ah, okay. Gelb hier, blau da oben und rot könnte hier sogar schon passen. So. Das heißt, wir müssen die jetzt irgendwie tauschen, ne? Oh, ach so, das geht gar nicht weiter. Toll. Gedauert, aber ist geschafft. So, was ist jetzt hier? Was hast du da? Oh, Steinhand mit Feder. Okay, super. Okay, alles klar. Gut, ich würde hier gerne mal eine kurze Pause einlegen. Ich bin gleich wieder für euch da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.